Hallihallo, ihr Lieben. Ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Tja, und Faszination, Pusteblümchen. Und wer schnappt sich nicht gern eins dieser Blümchen und pustet die kleinen Schirmchen in den Wind? Ja, manche wünschen sich dabei auch etwas. Denn Pusteblumen gelten wie Sternschnuppen auch als Wunscherfüller. Naja, und ich wollte fragen, die Fragen der Bälle gern als Deko nutzen und. Ja, und allerdings fliegen die Schirmchen auf der Wiese schon beim kleinsten Hauch davon. Und da fragte ich mich, wie ich sie etwas stabiler machen kann. Das funktioniert und man pflückt die Blumen, wenn sie verblüht sind, aber noch geschlossen. Sprich wie diese hier. Und aussehen wie ein kleiner Pinsel. Ja, und je nachdem, was man mit ihm machen will, spießt man sie auf einen Stiel, aber nur bis zu den Köpfen und auf keinen Fall durch, auf Draht oder Holzspieße und fixiert sie. Ja, aber wie gesagt, nicht so weit, also nicht den Kopf durchstoßen. Die sieht man sonst später. Ja, nun legen wir einfach mal los. Nun stellt man sie mit ausreichend Abstand, ich werde noch einmal eine Schere schnappen, mit ausreichend Abstand zueinander in ein Glas oder piekst sie wie ich hier auf etwas Styropor oder einen Eierkarton. Diese öffnet sich hier sogar schon. Und nach ungefähr 24 Stunden sollten sich die Schirmchen entfaltet haben. Und bei einigen Blümchen funktioniert das. Und bei einigen nicht ganz, dass sie auch bei Berührung haltbar dastehen. Ja, und da denke ich mal, lege ich einfach mit los. Ich habe es letztes Jahr auch schon in einem meiner Videos ziemlich ähnlich gemacht, ziemlich ähnlich gestaltet. Ich verlinke es euch gerne noch einmal. Ich habe hier recht lange Holzstäbchen. Schaschlikstäbchen 30 cm und ich habe hier Schaschlikstäbchen, ich glaube, das sind 20 cm. Ja, und ich war heute Vormittag mit meinem Hund unterwegs und habe viele dieser Pusteblümchen eingesammelt. Und nun spieße ich sie auf und werde es wieder einmal mit Erstaunen bewundern, wenn diese Köpfe sich öffnen und einfach wunder, wunder, wunderschön dastehen. Einige Vorbereitungen sind getroffen, sprich die Blumen haben sich zu wunderschönen Pusteblumen entwickelt und ich finde die Aufnahmen, wie man zuschauen kann, wie sie sich öffnen, ich könnte es mir ewig und immer, immer wieder anschauen. Ja, ich habe mir hier einiges bereitgelegt und möchte es jetzt mit euch zusammen recht nett dekorieren. Ich habe zudem hier auch so kleine Aufstellkärtchen noch vorbereitet mit Hilfe solch eines Stempelkissens, Stempelfarbe und einer Silikonstempelauflage mit der Pusteblume drauf. Und ich nehme sehr, sehr gerne immer 160 Gramm Papier, weil das einfach von, ja, es ist ein bisschen stabiler, ein bisschen fester und lässt sich somit gut aufstellen. Und was ich genommen habe zum Schneiden, das habt ihr auch gesehen,
solch eine Schneide- und Falz, also ein Schneide- und Falzbrett, und das macht sich richtig, richtig gut, wenn man ganz gerade schneiden kann. Und wunderschöne Karten vorbereiten kann oder herstellen kann. So, ich würde sagen, wir starten einfach. Ich habe mir hier zwei Gläser bereitgelegt und habe mir den Rand, der war weiß, sowie unten der Deckel auch noch, also der Deckel von unten auch noch, und den habe ich mir einfach mit einem silbernen Edding silber bemalt oder einen silbernen Anstrich verpasst, weil ich auf meinem Tablett noch etwas anderes Silbernes aufstellen möchte. Ja, und jetzt schaue ich einfach, welche Blume möchte ich nehmen, welche gefällt mir. Ich finde diese hier sehr, sehr schön. Und jetzt muss ich natürlich auch schauen, wie hoch darf sie sein. Ihr könnt natürlich auch zwei Blumen in euer Glas aufbringen. Vielleicht machen wir auch ein Glas mit zwei. Ich versuche das einfach mal. Ich benutze hier einmal meine Schere. So, und jetzt gehe ich her. Abschneiden kann man immer. Und ich glaube aber, das ist noch zu lang. Ja, das ist noch zu lang. Ich nehme mein Glas, stelle es einfach mal daneben, so als mein Merkpunkt. Das könnte schon treffender sein. Aber ein ganz, ganz kleiner Hauch kürzer kann es gerne noch. Nicht jede Pusteblume bleibt richtig stabil in Form. Es gibt Pusteblumen, da kann man nachher pusten und pusten und es passiert wirklich so rein gar nichts. Sie bleiben in Form sehr stabil und verändern sich nicht. Und es gibt eben auch Pusteblumen, die eben nicht so stabil in der Form bleiben, sondern tatsächlich beim Pusten schon wegwedeln würden. Und da müsst ihr einfach schauen. Es ist halt Natur und nicht jedes ist gleich. Und von daher schaut ihr einfach. So, ja, hier bringe ich jetzt mal zwei Blümchen auf und hoffe, dass es auch wirklich so klappt, wie ich es mir vorstelle. So, Blümchen Nummer zwei. Ein bisschen kleiner und daneben. Und in dem anderen Glas. Ich hoffe, dass der Rand des Glases gleich kein Problem darstellt. Und in dem anderen Glas platzieren wir diese hier. Gerne noch ein bisschen kürzer. So, auch die mit Heißkleber diesmal mittig platzieren. Das wackelt. Gut, das wäre der erste Streich. Ich mag das immer sehr gern, wenn man hier gleich wieder klar Schiff macht und dann stören die Dinge da nicht. Jetzt habe ich hier diesen Ziehfaden von dem Heißkleber. Kennt ihr bestimmt auch. So, Heißkleber brauchen wir eigentlich nicht mehr. So, und jetzt nehmen wir unseren Kiesel. Ich habe mir hier so grauen Kiesel bereitgelegt und ich finde, der passt eigentlich farblich ganz gut und werde den einfach hier so hinzustreuen, dass man den Deckelboden nicht mehr so sieht. Ihr guckt, was ihr mögt, was ihr habt und schaut einfach. So, oh, herrlich. Ich hoffe, dass ich das jetzt noch zuschrauben kann. Aber ich glaube schon. So. So, so, so. Sieht ja eigentlich schon mal ganz nett aus. Und jetzt bin ich gespannt, ob das auch mit dem Zuschrauben noch funktioniert. Wenn nicht, eigentlich auch nicht schlimm, man kann das ja auch so aufstellen, aber mit ein bisschen hin und her
Funktioniert es leider nicht. Aber ich kann es einfach so aufstellen. Ich finde, das macht auch ein nettes Bild daher. Ja, das geht nicht mit dem Zuschrauben, weil hier jetzt diese Steinchen im Weg sind. Die müsste man sich eigentlich mal hier so ein bisschen in die Mitte pinseln. Dann funktioniert das, glaube ich, auch mit dem Zuschrauben. Und dann könnt ihr das Glas ein bisschen hin und her bewegen. Und dann verteilt sich der Kiesel auch wieder. Und dürfte dann somit auch kein Problem sein. Ich probiere das einfach mal mit diesem Glas hier. Nee, weiß ich, als ein bisschen schwierig mit dem Zuschrauben tatsächlich. Stört mich jetzt nicht. Vielleicht habe ich irgendwann mal Muse und schiebe mit dem Pinsel die Steinchen. Wisst ihr was? Das mache ich jetzt mal ganz schnell. So, ein bisschen fester sitzt er, aber auch noch nicht ganz, ganz fest auf. Es erweist sich dennoch als ein bisschen schwierig. Das sollte man vielleicht im Vorwiege die Steine tatsächlich nur in der Mitte auslegen, den Deckel drauf und dann ein bisschen schütteln, dass die Steine nach außen rücken. Auch mit dieser super Hundezahnbürste hat das nicht wirklich funktioniert. Mich stört es aber nicht. Ich stelle es so auch auf. Ich werde diese einmal beiseite stellen. Und dann habe ich mir hier ein Tablett ausgesucht, ein wunderschön holzfarbenes Tablett, und hier können wir jetzt unsere Blümchen aufstellen. Wie gesagt, das ist eine sehr, sehr dezente Deko-Aufstellidee, aber ich finde auch sehr wirkungsvoll. Und zu den Kerzen muss ich jetzt auch was sagen, eigentlich waren sie weiß, wirklich schneeweiße. Und hätte mich auch mega gefreut. Ich suchte sie raus und dachte so, huch, was da denn passiert? Ja, irgendwie falsch gelagert. Aber ich finde das gar nicht so schlimm, gar nicht so schlecht. Jetzt ist da ein kleiner Grünton mit drin. Das ist okay. Ja, jetzt werde ich hier die Karte mit aufstellen, dazu stellen. Und ich finde, das ist doch ein richtig süßer Gruß. Man kann in dieser Karte auch noch wunderschön was reinschreiben, wenn einem danach beliebt. Ja, und so werde ich das auf meinem Tisch stellen, werde mich daran erfreuen, werde die Kerze abends anmachen. Mal schauen, vielleicht kann man hier auch noch ein kleines Bänzel umzu. Mal schauen, mal schauen, mal schauen, mal schauen. Ich hätte hier noch den Grünton, den man gut aufgreifen kann. Die Stiele der Pusteblumen sind ja auch grün. Und dann sieht das hier nicht so nackelig aus. Kann man als Schleife oder als Band. Aber so. Ja, so ist doch ganz hübsch. Wenn euch das gefällt, probiert euch gerne mal aus. Also wie gesagt, ich finde es immer wieder ein Wunder der Natur, wenn diese Blumen aufgehen und ja, man sich daran erfreuen kann. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Nachmachen. Viel, viel Freude mit eurer Deko. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns ganz, ganz bald ganz einfach wiedersehen. Ja, und bis dahin, ciao, ciao, sagt eure Deko.